So, meine Freunde, servus und herzlich willkommen bei Anno 1800, der Kampagne. Also, was haben wir heute vor? Ganz einfach. Stand gespeichert. Jawohl, den Strom wollen wir haben. Und den werden wir uns holen. Wir haben jetzt auch mehr Ingenieure. Ich habe hier noch eine Handelskammer gebaut. Mit diesem Gadget. Aber wir wollen natürlich auch den Strom. Aha. Brauchen wir noch ein Öldepot? Und das nächste wird dann das Kraftwerk sein. Versteckt die Flaschen, der Boss kommt. Aber legen wir hier schon mal die ersten Schienen. Und dann möchte ich hier gerne setzen wir schon mal die Blaupause, das Kraftwerk gerne haben. Flammen wurden gelöscht. Oh, jetzt müssen wir hier Platz schaffen. Nämlich, Moment, jetzt habe ich nämlich wieder. Und der Betrieb muss auch weg. Sonst kann ich da die Gleise nämlich nicht lange legen. Ich hab gern überall die Finger drin.
Spielstand gespeichert. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir wieder Bretter reinkriegen. Und jetzt können wir einige Felder könnten helfen. So. Es mangelt an Arbeitskraft. Dann können wir nämlich das wegmachen, da die Straße. Und es dann hier hinten rum verlegen. Das ist eine geile Idee. Obwohl, nee, brauchen wir eigentlich nicht. So. Was brauchen wir hier? Kautschuk. Ja, jetzt ist Stahlbeton natürlich äußerst wichtig. Wir brauchen noch einen Ölhafen. Kann man dann auch daher bauen. In die Takelage! So. Dann können wir noch mal upgraden. Und wir brauchen Arbeiter. Während der Dürre regnet es nie.
Spielstand gespeichert. Was haben wir denn an Holz? Viel zu viel. Jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir Platz, dass wir das Sägewerk positionieren können. Eigentlich haben wir hier dafür genug Platz. So. Gott hatte wenigstens Lehm, um die Menschen zu formen. Was habe ich? Oh. Dann schau mal schnell in die neue Welt. Vielleicht kann ich das nochmal aufstocken. Mittlerweile kann ich. Das Lager ist voll. Dann kann ich das. Mach mal 50 Tonnen. So. Da wollte ich hin. Es mangelt an Arbeitskraft. Hola. So. Keine Felder, keine Arbeit. Ist nicht meine Schuld. Haben wir keine Bananen mehr? Tatsache. Schiff vom Stapel gelaufen. Neue Befehle, Admiral. Und was sagt er rum? Oh. Von
unter Zuckerrohr. Was sagt der? Zustand gespeichert. Haben wir auch viel. Also ich könnte locker noch eine Rumbrennerei bauen. Das wäre kein Problem. Das passt sogar. So, wie schaut's mit Rind aus mittlerweile? 6 Tonnen und Mais. 88 Tonnen, okay. So, das passt. So. Dann können wir jetzt hier den Ölhafen bauen. Und dann danach könnte man die bauen. Die könnte man eigentlich auch gleich bauen. Die Hochradwerkhalle. Braucht die Strom? Keine Ahnung. Ja, die braucht Strom. Dann hat sich das erledigt. Neue Ziele. Es sind noch 32 Tonnen verfügbar. Ich denke, das dürfte reichen. Es wird nicht gerade leichter, wenn jemand zusieht. Was sagt der Rest? Der dürfte passen. Okay. Ja, können wir auch schon bauen. Nice.
Gegenstand gespeichert. So. Ei. Okay. Schiff vom Stapel gelaufen. Na, da braucht man noch Stahlbeton genug und auch genug Ziegel. Jetzt möchte ich mal schauen. So ein majestätisches Gebäude, was immer es auch ist. Nachts klopft es schon oft genug an mein Fenster. Ich kämme und grübele den lieben langen Tag hindurch. Und du hast keine Ziegelsteine, das ist schade. Ach, die gehört noch mir, dachte mir gerade, hä? Diese monströse Brandstiftung ist beabsichtigt. Das waren die Pyrphorier. Die Flammen sind außer Kontrolle. Ich sehe hier keine weiteren. Da ist doch mein Junge drin. Ich sehe keinen weiteren Pyrphorier. Jetzt habe ich noch einen gefunden. Wenn wir die Spitze erreichen, wird die Welt fallen. Das Leben hier ist großartig. Gehen wir mit gutem Beispiel voran. Ist es erledigt? Sie sind schneller als der alte Jornalero. Wow, okay. Ich sehe den anderen nicht. Da. Ich erkenne dich gar nicht wieder. Die Flammen wurden gelöscht. So. Wie schaut's hier aus? Ein bisschen was fehlt noch, okay. Uns geht das Material aus.
Spielstand gespeichert. Ah, es steht sogar schon da. Okay, dann können wir jetzt noch ein bisschen was. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Lass sehen. Überaus schmackhaften Apfel überreichen. Weiß wie Schnee, rot wie Blut. Da haben sie sich gehörig in die Nesseln gesetzt. Oh, sorry. Sie können doch nicht... Ich meine, sicher, die Ausgabe darf nicht in diesem Zustand gedruckt werden. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon sagen? So. Ist diese Last das Gefühl der Schande? Wie schaut's aus? Willst es weit bringen? Was? Sie haben an Einfluss gewonnen. Yay! Hier drüben könnten wir doch Kaffee machen. So. 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 Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Kolonie. Nice. Wir bauen jetzt
Dann bauen wir denn die Klinik hin? Spielstand gespeichert. Die könnten wir doch hier so hersetzen. Wir können hier eine goldene Zukunft aufbauen. Freiheit ist so nah. Hilf uns, zu ihr durchzustoßen. Meine Besten wurden entführt. Ohne sie bleibt uns keine Hoffnung. Kümmere ich mich drum. Kein Problem. Das läuft. So. Leugner des Klimawandels, yay. Inspektion. Oh. Wir haben nur bis hierher die Gleise gelegt. Dann werde ich aber doch den Ölhafen daher zimmern müssen. Das machen wir jetzt noch schnell, dann beende ich die Folge schon. So. Ah, die Schienen liegen sogar schon. Okay. Die Luke vom Lager geht nicht mal mehr zu. Eine Epidemie breitet sich aus. Oh. Benutzt man bei dir denn keine Taschentücher? Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Wie im Gefängnis hier. Hallo. Dürft's dann gleich losgehen mit dem Strom? Thank you.
Wissensstand gespeichert. So. Das ist alles mit Strom versorgt. Super nice. So. So. Na, die könnten wir jetzt auch schon bauen. Da brauchen wir dann nur noch Kautschuk. Aber ich werde jetzt die Folge hier überraschenderweise schon beenden. Wir sehen uns zur nächsten wieder. Bis bald. Euer Sack.